So, weiter geht's mit Orlando Hötzel, ebenfalls aus Berlin. Ist mir immer aufgefallen als jemand, der nicht nur klassisch illustriert, sondern auch mit seiner Partnerin Themen entwickelt, Bücher entwickelt, sich zum Beispiel in den Bereich Mode etc. ganz tief reingräbt. Aktuelles Projekt hat mit dem Weltall zu tun. Er wird mehr darüber erzählen. Begrüßen Sie mit mir Orlando Hötzel. Ja, ich freue mich, dass ich hier heute meine Arbeit vorstellen kann. Danke an Rabban und die Veranstalter. Erstmal zu mir. Ich arbeite in Berlin als Illustrator für nationale und internationale Publikumsmagazine, Buchverlage, Multimedia-Agenturen und im Bereich Corporate Publishing. Ich arbeite also in vielen Bereichen der Illustration. Ich möchte mich aber heute bei den Arbeiten, die ich zeigen möchte, auf editoriale Illustration konzentrieren. Das ist natürlich auch ein ziemlich weites Feld, daher möchte ich mich auf Arbeiten konzentrieren, bei denen ich hauptsächlich durch Metaphern und Sprachbilder auf Bildideen gekommen bin. Im Englischen gibt es dafür den Begriff Conceptual Illustration. Mit diesem Thema knüpfe ich übrigens auch an Freistil an. Und das ist der Stil, mit dem ich zuletzt dort präsentiert habe. Das heißt, es ist für mich auch relativ aktuell. Besonders reizvoll finde ich, wenn eine Illustration eben nicht nur eins zu eins das abbildet, was sowieso schon im Artikel steht, sondern eben ihre eigene Geschichte erzählt und dem Text durch etwas Surreales oder durch eine gute, schlaue oder witzige Idee, was Surreales, Poetisches, neue Facetten hinzufügt. Persönlich schätze ich dabei, vor allem für meine eigene Arbeit, eine klare und eher ruhige Bildsprache. Zum Beispiel sollte ich eine Serie von Artikeln in Focus Business zum Thema Arbeitswelt illustrieren. Bei der Illustration, die ich hier zeige, war das Thema und auch die Headline des Artikels Potenzialanalyse. Und wenn ich eins zu eins bei diesem Begriff hätte bleiben müssen, wäre mir nicht viel eingefallen. Deshalb fand ich es bei diesem Job ziemlich angenehm, dass ich meinen ganz eigenen Ansatz mit einbringen konnte und das Thema etwas poetischer auslegen durfte und in dem Fall vielleicht sogar wortwörtlich eine eigene Dimension hinzufügen konnte. Für andere Themen aus dieser Artikelserie wie Konflikte am Arbeitsplatz und Weiterbildung habe ich natürlich einen ähnlichen Ansatz gewählt. Ein weiteres Beispiel für diese Illustration für die NZZ Campus-Kolumne habe ich zur Darstellung des Themas Nicht-Transparenz von Universitätsratsbeschlüssen oder eigentlich noch schlimmer Kritik an der Nicht-Transparenz von Universitätsratsbeschlüssen. Das schreit ja nach einer Illustration, die Metapher Blackbox verwendet. Und natürlich bin ich auch bei den weiteren Illustrationen für diese Kolumne wieder ähnlich herangegangen. Ich werde jetzt meine Galerie zeigen. Ich werde jetzt die Sachen zeigen. Ich möchte aber nicht auf alle Illustrationen näher eingehen, aber ich kann zeigen, dass meine Arbeiten in verschiedensten Themenbereichen zum Einsatz kommen. Hier nochmal ein Wirtschaftsthema, nämlich Digitalisierung in der Automobilindustrie. Eine Buchbesprechung. Hier für Geowissen zum Thema Antidepressiva. Daran hast du dein Fashion-Kolumne. Das war für ein Promotion-Booklet meiner amerikanischen Repräsentanz. Da sollten wir Illustratoren eine englische Redewendung interpretieren. In meinem Fall war das Living on the Edge. Das war für einen sehr schönen, etwas surrealen Artikel für Zeit Wissen, die Welt aus Sicht einer Wolke. Und bei diesem Beispiel möchte ich ganz kurz auf das Thema Instagram zu sprechen kommen. Das Motiv links war ein Entwurf für ein Buchcover zum Thema Heimat. Es hat sich dann herausgestellt, dass in dem Fall ein Foto besser zu dem Buch passen würde. Der Entwurf wurde also nicht realisiert und ich habe ein Ausfallhonorar bekommen. Ich habe das Motiv dann ein bisschen umgearbeitet
zum Thema der Sommer ist endgültig vorbei bei Instagram gepostet und als Trostpflaster wenigstens ein paar Herzen bekommen, neben dem Auswahlhonorar. Dafür finde ich diese Plattform bei aller sonstigen Kritik, die ich durchaus teile, ganz gut, um solche Arbeiten dann doch zu veröffentlichen oder auch meinen Entwurf oder Entwurfsprozesse zu zeigen oder, das mache ich auch in letzter Zeit ganz gerne, einen neuen Stil öffentlich zu machen und zu zeigen. Es geht weiter, ein Gesundheitsthema, das war auch ein Freistil. Hier klassisches Frauenmagazin, You Magazine aus England. Und natürlich verwende ich diese Art der Illustration auch für freie Projekte. Diese waren für eine kleine Geschichte über Berlin. Und last but not least zwei Entwürfe für Poster zu Umweltthemen. Einmal das Insektensterben und einmal die Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens. Ich möchte... Hat aber lang gedauert. Ich möchte noch kurz auf meine Arbeitsweise zu sprechen kommen und auf das, was mich zurzeit so umtreibt. Ich mache quasi als Vorübung oder Warm-up regelmäßig solche Skizzen und Entwürfe. Diese Entwürfe sind Bestandteil einer fast täglichen Routine geworden. Sie haben nichts mit Aufträgen zu tun, haben aber jeweils ein Thema, das von alltäglichen Erlebnissen oder Eindrücken inspiriert ist. Mein Anspruch ist, dass jede dieser Zeichnungen eine kleine Idee im Sinne von Conceptual Illustration in sich trägt. Wenn mir eine Idee gefällt, setze ich diese als Schwarz-Weiß-Zeichnung um und baue mir so zusätzlich noch ein Portfolio bzw. eine Art Ideenkatalog auf. Und davon möchte ich jetzt noch ein paar Sachen zeigen. Das ist alles autobiografisch sozusagen. Hier noch so ein kleines Making-of. Also so ist mein Wunschdenken, so stelle ich mir den idealen Arbeitsprozess vor. Und das ist die Realität. Und das ist natürlich immer, kann man natürlich immer so haha zeigen, aber tatsächlich stelle ich eben immer wieder fest, dass diese einfachen Zeichnungen, bei denen ich mich nicht hinter Farbe oder Vektoren oder so verstecken kann, die tückischsten sind. Für mich zumindest. So, zum Abschluss noch ein paar von diesen Zeichnungen. Und das war's. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Orlando. Danke. Danke, Orlando. Die nächste Illustratorin muss ich nicht vorstellen, denn sie war schon mal hier. Vor 5 Jahren. Heute nochmal dabei. Vielleicht einfach, weil sie so toll ist. Katharina Gschwendtner.